Diesmal spricht alles eindeutig für eine Luftdruckwelle, ausgelöst durch eine Explosion aus etwa 160 Kilometern Entfernung. Das Ausmaß der kommenden Katastrophe kann Van der Stok nicht erahnen. Kapitän Lindemann ist einer der Augenzeugen. Seine Logbucheintragungen geben entscheidende Hinweise über den Ablauf der Geschehnisse. 20. Mai, 10.30 Uhr. Am Morgen wurde auf der Insel Krakatau ein Vulkanausbruch beobachtet. Eine weiße Cumuluswolke stieg schnell in den Himmel. Sie stieg fast senkrecht in den Himmel, bis sie ungefähr nach einer halben Stunde eine Höhe von 11.000 Metern erreicht hatte. Dort verteilte sie sich dann wie ein Schirm und der in dieser Höhe westlich wehende Wind dehnte sie so aus, bis man am Horizont nur noch einen kleinen Fetzen blauen Himmel erkennen konnte. Diese erste, noch kleine Eruption zeigt, dass der Krakatau endgültig aus seinem Schlaf erwacht ist. Was ist geschehen? What had happened? Über 200 Jahre lang hat ein zähflüssiger Pfropfen aus erstarrtem Magma und Gestein den Schlund des Vulkans verstopft. Dieser konnte dem im Inneren des Vulkans stetig wachsenden Druck letztlich nicht länger standhalten und sprengte die Bergkappe. Die plötzliche Druckentlastung in der Magmakammer hatte eine ähnliche Wirkung wie das Entkorken einer Sektflasche, die man vor dem Öffnen noch kräftig schüttelt. Diese heftige Eruption war die Eröffnungssalve für eine Serie von Ausbrüchen in den folgenden Monaten. Durch Augenzeugenberichte alarmiert beordert die Kolonialverwaltung von Batavia Bayerink nach Krakatau. Er soll über das Ausmaß des Vulkanausbruches anschließend Bericht erstatten. Was platzt hier einfach so herein? Zurücktreten! Ruhe jetzt! Und nun erklären Sie mir, was hier los ist. Der Gott der Vulkane ist wütend. Vergesst endlich diesen Blödsinn. Es gibt keinen Gott der Vulkane. Ihr solltet euch wieder beruhigen. Er war da. Von unten. Aus dem Boden schossen die Flammen. Glauben Sie? Ich weiß. Ich habe von den Explosionen gehört und werde mir die Sache auf Krakatau selbst ansehen. Einer von euch wird mich begleiten. Wer meldet sich freiwillig? Kommst du mit? Du bringst mich rüber. Was ist ich mit dir? Ich gehe mit Ihnen. Am nächsten Morgen treten Weyering und Ajib ihre Reise zur Insel Krakatau an. Im dichten Nebel von Schwefelgasen kommen sie nur langsam voran. Doch dann hebt sich die giftige Wolke und gibt den Blick auf den Feuerberg für einen Moment frei. Umgehend schickt Bayerink seinen Bericht an den Leiter des Observatoriums für Magnetismus und Meteorologie in Batavia. Dr. Van der Stok erkennt den Ernst der Lage und informiert noch in der Nacht den Generalgouverneur. Überraschung, raten Sie. Sie bringen meine Bücher. Nein, ich gehe nach Krakatau. Der Gouverneur persönlich hat mich mit einem Bericht beauftragt. Sie? Warum Sie? Das sollte meine Aufgabe sein. Von mir bekam er die Nachricht aus Kittimbang. Auf mich kann man leichter verzichten. Sie sind verheiratet. Am 27. Mai setzt eine Untersuchungskommission ihren Fuß auf Krakatau. Unter Führung von Schurmann und Dr. Van der Stok. Es ist ein unheimlicher Aufstieg über weitgehend verkohltes Gelände. Die Forscher sind sich sicher, dass der Ausbruch noch im Gange ist. Umso mehr überrascht sie die lähmende Stille, die den Berg wie ein Leichentuch umgibt. Für die heutige Wissenschaft sind die Proben von Dr. Van der Stok von unschätzbarem Wert.
Sie lassen Rückschlüsse zu, welches Material der Krakatau in der ersten Phase ausgespuckt hat. Jetzt weiß ich, wie die Hölle aussieht! Die Schwefelgase machen das Atmen schwer. Trotzdem wollen die Männer zum Krater. Wir sollten umkehren. Ich will zum Krater. Zu gefährlich. Ich gehe da hoch. Schumann, nein. Kommen Sie. In Schumanns späterem Bericht ist zu lesen: Bald gab es kein Anzeichen mehr von irgendeiner Vegetation und wir sahen nur noch diese brüllende Rauchsäule. Wir kletterten den letzten Hang hinauf und standen plötzlich an der steilen Wand des Kraters. Wussten Sie, dass die Hölle so schön aussieht? Sie sind verrückt, Schurmann, wirklich. Weder Schurmann noch Van der Stock waren sich der Gefahr bewusst, in der sie sich befanden. Die beiden hatten eine Menge Glück, sich dort oben während einer weniger aktiven Phase des Vulkans aufgehalten zu haben. Denn das Gebiet wurde kurz zuvor von pyroklastischen Strömen, einer Mischung aus heißer Asche und Gasen, total verwüstet. Der erste Ausbruch des Krakatau hat feine Ascheteilchen hoch in die Atmosphäre geschleudert. Weitaus gefährlicher sind die superheißen Gesteinstrümmer. Sie lassen alles, was sich ihnen in den Weg stellt, in Flammen aufgehen. Dann herrscht wieder trügerische Ruhe. Vorgänge, die Bill McGuire, Vulkanologe und Tsunami-Experte vom University College London, aus heutiger Erfahrung gut kennt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Aktivitäten des Vulkans nach dem ersten Ausbruch wieder etwas verringern. Die wirkliche Gefahr liegt darin, dass es unmöglich ist, vorauszusagen, wann der Höhepunkt erfolgen wird. Das kann innerhalb einer Woche sein. Im Fall des Krakatau waren es Monate. Da besteht immer die Gefahr, dass die Menschen glauben, das Schlimmste sei vorüber. Sie fühlen sich sicher, aber das ist oft genug nicht der Fall. Der Morgen des 26. August 1883. Mit Ziel auf das südliche Sumatra macht sich die Gouverneur-General Laudon über die Sundastraße auf den Weg. Eine ganz alltägliche Seereise für die Crew. Ist das das Paraffin, die Kälber? Genau 25 Fässer. Gut. Niemand ahnt, welche ungeheure Katastrophe über die ganze Region in den nächsten 24 Stunden hereinbrechen wird. Ajib, der Fischer, befindet sich wie jeden Tag auf dem Markt. Der Fang wird seiner Familie ein bescheidenes Auskommen sichern. Sechs Minuten nach 13 Uhr bricht das Inferno los. Alle drei Krater der Vulkaninsel brechen aus. In einer massiven Salve von Explosionen. Was hier geschieht, hat keiner dieser Menschen je erlebt. Kapitän Lindemann ist an Bord seines Schiffes wieder der unmittelbarste Augenzeuge. Bayerink und seine Frau im nahen Kittimbang begreifen nur allmählich, dass es diesmal anders ist als je zuvor. Seit der Aufzeichnung solcher Ereignisse in der Geschichte der Menschheit nimmt hier einer der verheerendsten Ausbrüche eines Vulkans seinen Lauf.
Menschen in den Küstengebieten rund um die Sunderstraße bleiben nur Stunden, bevor die ganze Wucht der Naturgewalten ihre Heimat zerstören wird. Bill McGuire besucht die Region in der Nähe des ehemaligen Leuchtturms. Als am Mittag des 26. der Vulkan so richtig zu brodeln begann, überstürzten sich die Ereignisse. Alle 10 Minuten gab es neue, gewaltige Explosionen. In der Folge erhob sich eine gigantische, aus Rauch und Trümmern bestehende Säule 25 Kilometer in den Himmel. Es gab heftige Aschenniederschläge und es regnete eine Menge Bimsstein auf die Schiffe. Am Nachmittag war alles pechschwarz, man konnte die Hand nicht mehr vor den Augen sehen. Sicher haben Erdbeben die Explosionen begleitet. Und wahrscheinlich sind eine Menge pyroklastischer Ströme ins Meer geflossen. Sie haben es mehr und mehr aufgewühlt. Die Gouverneur General Laudon ist nur 10,5 Seemeilen von Krakatau entfernt. Abdrehen von der Küste! Wir dürfen nicht an Land gezogen werden! Die heiße, klebrige Vulkanasche erreicht bis zum frühen Abend Ketimban. Wir müssen weg. Ich mache Janni fertig. Wir brauchen Essen und Wasser. Ich kann nicht. Du kommst mit. Ich trage die Verantwortung für die Leute hier. Hörst du das nicht? Unser Leben steht auf dem Spiel. Wir werden bleiben. Ich muss mich um das Dorf kümmern. Am nächsten Morgen um 5.30 Uhr erschüttert eine weitere Explosion die Insel. Dicke Lavaströme wälzen sich an den Flanken des Vulkans hinab. Riesige Landmassen rutschen ins Meer und lösen gigantische Wellen in den umliegenden Gewässern aus.